Ja, ich denke mal, da machen wir es mal glatt. Dann, warte mal, was müssen wir jetzt machen? Expansionsplan. Begib dich zur geometrischen Energiestation. Erstmal raus hier. Und jetzt schauen wir mal wieder auf die Map. Ach, das ist ja gleich um die Ecke. Da können wir ja hinrollern sozusagen. So, Shara, schwing deinen süßen Hintern hinten drauf und es geht los. Ah, das ist das hier. Da müssen wir hin. Coole. Ups. Bom. Mal gucken, ob es einen Bonus gibt. Oh ja, es gibt einen Bonus. Das ist ja fein. So, 4 von 15. Warte mal, wo müssen wir jetzt genau hin? In die Richtung. Warte mal, da wir 4 von 15 brauchen. Tschüss, Jungs. Tag. Mal gucken. Oh, das sieht ja gut aus, Jungs. Bleibt mal stehen fürs Bild. Gut so. Ja, bewegt euch, Mensch. Ja. 10 von 15. Wir müssen da auch hin. Warte mal. Müssen wir noch mal ein paar Leute noch hier besuchen sozusagen. Ja, guck mal hier, das sieht gut aus hier. Da. Ups. So. Eingefroren haben sie mich hier. Bumm. Und weg. Echt? Es fehlt einer. Ja, warte mal, die kriegen wir da oben, aber erstmal ein bisschen heilen. Besser ist das. So. Wo ist das Ding denn jetzt? Ach da. Okay, und nu? Kehre zu Captain Reva zurück. Bitte, bitte, bitte. Da. Da geht ja ein bisschen schneller. Wir haben uns beamen lassen. Scotty, Energie. So. Ihr habt es geschafft. Jetzt haben wir geothermische Energie. Anfangs gab es einen Kurzschluss, aber den haben wir schnell behoben. Hattet ihr Schwierigkeiten mit den Haug? Nö. Sie waren schwerfällig und dumm. Ich hätte auch doppelt so viele besiegen können. Das dachte ich mir. Die Sith haben eine hohe Erfolgsquote im Kampf gegen irreguläre Truppen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss den Einsatz unserer Sensoren und Waffen überwachen. Wir haben bereits mit der Installation unserer Verteidigung begonnen. Der Plan sieht vor, dass wir noch vor heute Nacht fertig werden. Sir, die Republik betreibt gerade regen Funkverkehr. Irgendwie haben sie gewusst, dass wir eben einen Spannungsanstieg hatten. Also habe ich nach Abhörgeräten gesucht und eine Energiewanze gefunden. War es ein Spion oder ein Verräter?
Laut interner Kommunikation der Republik war die Wanze dort schon lange bevor wir den Außenposten übernahmen. Ich habe nur nachgesehen, weil der republikanische Funkverkehr über den Spannungsanstieg so schockiert war. Hier werden sie nicht angreifen. Sie werden den geothermischen Hauptreaktor bombardieren, um die Energiezufuhr im ganzen Sektor zu kappen. Haltet ihr das auch für das wahrscheinlichste Ziel? Wenn das Netz ausfällt, erwischt es auch alle Piraten, die damit verbunden sind. Das wäre ein klarer Sieg für die Republik. Sie werden sich durch die ortolanischen Arbeiter und die Piraten des Weißen Schlunds kämpfen müssen. Aber sie schicken Schneesoldaten vom Trupp Null. Wenn ich ein Spieler wäre, so wie der Captain, würde ich auf sie setzen. Allein mein Name wird ihr Untergang sein. Ja, ich bin sicher, eure Zuversicht wird euch sehr dienlich sein. Im Trupp Null sind die Besten der Republik. Stellt euch vor, wie es sie demütigen wird, wenn ihr sie besiegt. Na sicher das. Komm mal, Schara. Das sollte doch kein Problem für uns sein. Ich vermute einfach mal, dass wir wieder weiter weg müssen. Warte mal, ich schau mal eben. Ach, das ist auch gleich um die Ecke, seht ihr das? Hier müssen wir hin. Okay, aufsatteln und los geht's. Mal hier lang ist der kürzeste Weg. Erschöpfungszone. ja, ich gehe ja schon weiter runter, Mensch. Das denkt sich jemand anders auch, der da vorne am Fliegen ist. Hier geht's schneller. Ist ja auch so. Warte mal, wir müssen jetzt irgendwie jetzt in diese Basis rein. Ach, scheiße, ist das hoch. Aber hier müssen wir rein. Also, hüpf. Hüpf und schon sind wir da. Das ist immer noch tödlich. Also ein Stückchen hier runter. Ah. So, warte mal, absatteln. Und Überraschung. Bäm. Der leise Tod von oben. Zack. Wir sind drin, warte mal, erstmal ein bisschen heilen. So. Oh, einen Bonus gibt's auch wieder. Das ist fein. So, wir haben jetzt 7 von 20, die wir erledigen müssen. Warte mal, wie tief ist denn die Höhle überhaupt? Ah, doch. Wir kriegen genug Gegner ab, sag ich mal so. Ich denke mal, das ist der Weg. Kann ja nur der Weg sein.
Also bin ich gleich schon da, wa? Sehr fein. Ups. Möge die Macht mit uns sein. ...19 von 20. Und da müssen wir rein. Gruppenphase. Also nehmen wir die noch mit hier. Ah, das ist einer wieder dieser speziellen Bonusse, sag ich mal so. Haben wir das denn hier drin auch, in dem System hier? Warte. Zerstöre Treibstoffvorräte. Wenn ich da reingehe, ist das vorbei. Warte mal, ich will das ganz gerne machen, Leute. Guck mal, da sind ja schon starke Treibstoffvorräte. Ich weiß nicht, ach, 0 von 5. Oh, hier sind schon mehrere hier. Eins. Autsch. Zwei. Was machst du denn für Sachen, Kollege? So. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein, dass man eben zu... Nee, das ist es nicht. Das mal eben zu machen. Hier, guck, die stehen ja alle rum hier. So, ruckzuck gemacht. So. Die Siege Aufseher des Weißen Schlunds. Aufseher? Wo finde ich die? Ah, die finde ich da. Okay. Die hole ich mir noch mal eben. Ich übernehme das. Ich höre mal eben die Aufseher. Ach, guck mal, da steht schon einer. Siehst du wohl. Wenn wir schnell machen, dann kommen wir wieder raus hier, bevor die wieder respawnen. Da ist der nächste Aufseher. Einen noch. Komm, wir müssen noch einen Aufseher haben. Da, ein Aufseher. Ja, siehst du, erledigt. Was kommt jetzt noch? Benutze den Kommunikator des Weißen Schlunds. Erbeute die Energiemarke. Warte mal, wo haben wir das denn? Das ist irgendwo... Warte. Da unten. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Hier. Ja, gut, damit war zu rechnen, dass es kommt. Hey, erledigt. So, abgeschlossen. jetzt muss ich hier wieder raus. Doof, okay. Mal sehen, wie das hier ankommt. Warte mal, hier wieder hoch.
Euer Ernst? Geht doch. Ach schade, ich dachte, die können wir irgendwie umgehen. Da kommen wir wieder zurück hier. Sieht doch gut aus. Ja, haben wir wunderbar gemacht hier. Wunderbar geschafft. So, wir sind drin. Duellantin in meiner Klasse. Ach, schon wieder ein Bonus hier. Genial. So. 7 von 20. Meine Nase kribbelt. Ah.